Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Test am Montag Folge 62. Heute habe ich wieder was zum Essen, also zum Essen testen, und das nächste Mal gibt es wieder was zu trinken. Aber dann kein Bier, ist ja egal, lasst euch auf jeden Fall überraschen, was es das nächste Mal zu trinken gibt. Kommen wir gleich zur Sache. Und zwar, heute, die Werbung ist wie immer unbezahlt. Ich will nicht immer so machen, aber es ist unbezahlt. Und zwar Pasta Frutti. Das sind vegane Gummibärchen. Ne? Also Bärchen sind es jetzt nicht. Das sind saure Pasta Frutti. Also saure Teppiche oder was das sind. Ist auf jeden Fall vegan. Und das schmeckt, also die gelben Teppiche, die schmecken nach Zitrone, Apfel, Orange und Erdbeer. Ja, wie immer haribo.de. Infos habe ich jetzt leider keine dazu. Ich gehe nach dem Geschmack, weil Geruch glaube ich jetzt nicht, dass die haben. Aber ich kann ja mal dran riechen, vielleicht haben sie einen Geruch. Na, kann ich nach dem Geruch gehen. Und ja, ich würde sagen, machen wir es doch gleich einmal auf. Zum Teilen steht übrigens drauf. Also kann man das anscheinend teilen. Also wie gesagt, es sind vegane. Ne? Hier ist das Zeichen. Vegan. Ne? Ich habe mir gedacht, ich nehme dir mal mit. Also ich gehe nach dem Geruch und nach dem Geschmack. Es gibt Punkte von 1 bis 10. 1 ist das Schlechteste, 10 ist das Beste. 10 plus ist noch besser und 10 mit Stern ist das Allerbeste. Ne? Also, schauen wir mal. Müssen wir nur ein bisschen ausschneiden. Hat nicht ganz geklappt. Jetzt. Ja, also riechen tut es nicht. Also nach dem Geruch kann ich jetzt nicht gehen. Ich habe auch noch nie gehört, dass Gummibärle riechen. Selbst wenn es vegan sind. So schaut's aus. Ne? Die habe ich beim Fenniberg in der City Galerie gefunden, aber die gibt es gewiss auch noch woanders. So, jetzt nehmen wir mal ein. Jetzt probieren wir mal die verschiedenen Sorten. Rot. Gelb, Orange und Grün. Also, jetzt habe ich ein grünes, ein rotes, orangenes und ein gelbes. Und jetzt testen wir mal durch. Also das Gelbe soll nach Zitrone schmecken. Probieren wir es mal. Entschuldigung, hat mir bloß ein Wasser geholt. So, dass wir den Unterschied merken. Also das Zitrone, das hat jetzt nicht so nach Zitrone geschmeckt, auch nicht sauer. Jetzt probieren wir dann gleich das nächste, ich würde sagen das Rote. Das Rote soll nämlich nach Erdbeer schmecken.
Also, dann probieren wir das Rote. Also nach Zitrone hat es mir jetzt nicht geschmeckt. Also normal müsste es ja richtig sauer sein, so eine Zitrone. Ne? Ich mag ja eigentlich Gummibärle nicht so. Ich teste es ja jetzt bloß für Test am Montag. Ne? Also das Rote nach Erdbeer. Das ist normal meine Teetasse. Schmeckt nicht richtig nach Apfel. Und sauer sind die Dinger auch nicht so recht. Aber gut. Orange nach Orange. Naja, also die Dinger schmecken jetzt nicht so recht nach Zitrone, Erdbeer und Orange. Mal gucken, wie das Grüne jetzt dann schmeckt. Also bisher bin ich ein bisschen enttäuscht. Dann probieren wir noch den Apfel. Also der Apfel, das Grüne, das schmeckt nach Apfel. Aber die anderen drei kann ich vergessen. Deswegen gibt es 4 von 10 Punkte. Weil die anderen schmecken überhaupt nicht nach Zitrone, überhaupt nicht nach Erdbeer, überhaupt nicht nach Orange. Deswegen 4 von 10 Punkte. Wie gesagt, wenn ihr es selber probieren wollt, ich habe es beim Fenneberg gefunden, aber vielleicht gibt es die auch woanders. Ich werde sie jetzt weiter verschenken wahrscheinlich. Oder selber essen noch. Aber nochmal kaufen tue ich es mir nimmer. Weil wie gesagt, 4 von 10 Punkte, das ist etwas weniger als die Hälfte, also schon im schlechten Bereich. Ne? Mir schmeckt es nicht und sauer sind sie auch nicht. Also man kann es essen, aber ist nicht jedermanns Geschmack. Ne? Von daher, dass ich Gummibärle nicht mag, kaufe ich es mir nicht nochmal. Aber die Dinger, die kann man schon mal zwischendurch essen, selbst wenn man jetzt keine Gummibärle mag. 4 von 10 Punkte, würde ich sagen, für Haribo Pasta Frutti.
Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke. Wenn ihr da draufklickt, verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Wo man mir Post hinschicken kann, steht im Bild und in der Videobeschreibung. Die Social Media Sachen schreibe ich jetzt nicht mehr rein. Auf jeden Fall, weil ja da eh keiner rein guckt, wahrscheinlich in die Videobeschreibung. Wenn jemand wissen möchte, wie ich in WordPad oder so heiße, der kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und dann schreibe ich es dem gerne als Antwort hin. Aber in die Videobeschreibung kommt bloß nur so wie hier im Bild, wo man mir Post hinschicken kann. Ich glaube, mehr braucht man da nicht rein schreiben, weil da eh keiner rein guckt. Oder wenn ich Sachen zu verlinken habe, wird das auch in der Videobeschreibung verlinkt dann. Aber sonst brauche ich mich da nicht großartig bemühen, dass da was drinsteht, wenn ich keine alte Sauna guckt. Naja, auf jeden Fall habe die Ehre. Wir sehen uns.